Ein süßer, kleiner und auch abgeschiedener, weil geschützter Rastpunkt ist der Gedenkstein für die Flurbereinigung 1985 bei Elbingerode. Das ist ein sehr schönes Fleckchen in der Feldmark, kann man über die Wege erreichen, die für landwirtschaftlichen Verkehr und Fahrräder freigegeben sind, also nicht motorisiert. Und hier kann man sich natürlich auch schön die Gegend anschauen. Die Ruhebänke bei dem Findling sind ein schöner Pitstop, weil hier gibt es zum Beispiel einmal einen Pfahl, auf dem häufiger Störche nisten. Da kann man also so ein bisschen Naturgucken machen. Und was auch noch ganz nett ist, wenn man ein Andenken haben möchte, man hat hier übrigens einen sehr schönen Blick auf den Harz, wenn der Raps nicht so hoch steht und man so klein ist wie ich, dann hat man da ein kleines Problem, weil man nicht über den Raps rüber gucken kann. Aber von hier aus sieht man normalerweise die Berge super schön, da kann man auch sehr nette Panoramen machen. Und das hier ist ein Weg, der von Elbingerode zu dem Findling führt. Und bei einem der Häuser gibt es eine Webcam. Und wenn man hier unterwegs ist, dann kann man später schön gucken, ob es Bilder von einem gibt auf der Webcam von Elbingerode. Und die kann man dann halt sehr schön als Andenken verwenden. Wir lassen natürlich nichts unversucht und hier gibt es dann noch einen Blick über den Raps hinweg in Richtung Harz. Es ist ein bisschen bewölkt, keine gute Fernsicht, aber hier kann man natürlich, wenn man es auch ein bisschen größer macht, tolle Panoramen aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen. Und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.